Ich habe in meinem ganzen, also ich habe, also ich weiß nicht, wie oft ich Spiele hier gesehen habe und ich habe selber hier gekickt. Ich habe nicht, aber nicht einmal nicht annähernd je gemerkt, ob ich runterspiele oder hochspiele. Und die Leute, die auf 110 Meter, 1 Meter merken, in einem Spiel unter Adrenalin, dass sie hoch oder runter spiele, bei 110 Meter, 1 Meter Höheunterschied, die sollen mir zu mir kommen und sollen mir das erzählen. Weil das würde mich interessieren, wie sie das gespürt hätte. Also das ist, ich finde das so lustig, diese Geschichte auf diesem Stadion. Oh ja, nicht breit genug. Und ich bin wahrscheinlich brutal unsensibel. Also das sind einige Leute, muss ich sagen, die Sensibilität, die die haben, was die spüren, da bin ich halt der richtige Holzbock. Ich finde es echt, dieser Mythos und dieses Stadion und die Geschichte, das ist Wahnsinn. Aber es ist schön, weil man kann ja dann Geschichte erzählen. Keine Ahnung, ich weiß nicht einmal nicht, ob es darunter geht oder darunter geht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht. Wissen Sie es? Nein, aber dann sind wir ja falsch. Das müssen wir auch mal zugeben. Dann spielt es einfach keine Rolle. Dann ja, für mich. Für andere hätte es eine Rolle gespielt. Vielleicht hätte irgendein Trainer mal Mordsberechnungen angestellt und dann hätte sie die ganze Zeit im richtigen Moment immer die Pässe da diagonal reingespielt und mehr hätte 100 Tore mehr geschossen.